Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play der Herr der Ringe Online. Und jetzt begrüße ich euch noch auf der Sprache der Vorochelianer oder der Losot. Mein Koti ist euer Koti. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Ja. Greift das Mammut an. Und genauso fett wie das Gebiet hier aussieht, genauso fett sind die Mammuts. Ja, der Joke kam nicht gut. So wie deine Mutter. Nein, okay, ich lasse es jetzt. Wir brauchen mal Rohstoffe, den Raben, tägliche Verteidigung. Oh, warte, wo ist der Wachposten? Der ist da eh. Da. Da, ich hab den Wachposten. Ja, ist mir egal. Der ist da. Na toll, jetzt greift mich der Mr. Wolf an. Weißt du, was ich machen werde jetzt? Ah, der kommt eh nicht mal bis zu mir. Der krepiert eh vorher, weil er so gut ist. Und ich hol mir den Typen. Ich snack ihn mir ab. Was führt euch an diesen Ort? Besiegt Wölfe. Ja, zum Glück habe ich jetzt vorher einen besiegt. Aus der Vergangenheit nach uns. Hey, wow. Oh, der Hexenkönig. Kennst du dieses Video von, wie heißt der? Matthias Reim? Nö. Ach komm. Hey, wow. Was befindet sich wohl in dieser Schmuckschatulle? Kennst du das nicht? Nö. Aber Hauptsache, du findest es witzig. Aber wenn du es nicht kennst. Ja. Nein. Das musst du dir anschauen, ich zeig's dir nachher. Okay. Okay, also das Land, laut der Storyline, da hat anscheinend der Hexenkönig, bevor er eben besiegt wurde, noch verwüstet. In der Zeit. Nein, das hat er nachdem er besiegt wurde, weißt du? Ja, genau. In der Zeit Saurons Herrschaft im am Ende des zweiten Zeitalters? Oh nein, erstes Zeitalter. Naja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Wann war die Schlacht in Mordor, wo Sauron den Ring vom Finger geschnitten worden ist? Ende des zweiten Zeitalters, oder? Echt? Weil ja, das heißt, dann über 5000 Jahre lang redete keiner mehr über den Ring, als er dann verschollen war. Ja. Und der Bilbo sagte dann am Anfang 1400 im zweiten Zeitalter. Ja, nein, da wird es das erste dritten. Sein. Na doch. Na, das Ende des ersten Zeitalters wird sein, oder? Ja gut, erstes naja, war ja die Hochherrschaft der Elben. Der Bilbo sagt ja Auenland-Zeitrechnung, das ist ja was ganz anderes, oder? Ah, stimmt, ja. Das kann was ganz anderes sein. Ja, weil es war ja, im ersten Zeitalter waren ja die Elben da, im zweiten sind sie dann schon leicht verschollen und im dritten hauen sie jetzt ab. Ja, und im vierten sind sie ganz weg, ja. Da fahren die letzten ja mit dem Frodo und dann rüber. Ja, da... Nach, ja, keine Ahnung wohin. Nach... Wie heißt? Genau. Da gibt es irgendeinen Namen dafür. Ja, ich sollte mal das Silmarillion lesen, das ist quasi die Bibel von Herr der Ringe, wo alles halt die ganze Schöpfungsgeschichte und bla bla bla. Willst du das Buch gibt's ja, das war das erste Buch von Tolkien, das hat er vorm Hobbit und vorm Herr der Ringe geschrieben. Soll ich dir sagen, das ist mich egal. Ja, weil man denkt, er hat die ganze Welt erfunden da, einfach so. Ja, einfach langweilig. Ja. Ich meine, das muss einmal einfallen, eine ganze Welt mit verschiedenen Ländern, Kulturen, Sprachen, was weiß ich. Und lech mich am Arsch, du. Und das ist gerade so lustig, ich stirb drinnen gerade fast zur Hitze und wir spielen in einer Eisgegend. Wow. Boah, Valinor. Wäre ich jetzt wirklich dort. Die unsterblichen Lande heißen Valinor. Valinor, okay. Ja, das kennst du sicher, weil das, ja. Ja, ja. Das sagen sie die ganze Zeit. Ja, das sagen sie die ganze Zeit einfach. Ja, die Elben halt. Auf Elbisch und man versteht nur dieses Wort. Ja, ja, ich meine, dass irgendwem so fad ist, dass sie die ganze elbische Sprache und Schrift entwickelt. Ich meine, da fuck. Moment, kannst du Elbisch schon, gell? Ja, sicher. Da gibt's irgendwelche Leute, die können das wirklich labern. Da denke ich mir halt nur, nein. Da fuck. Das kann man sogar, glaube ich, irgendwo im Internet lernen. Da gibt es einen Lernkurs dafür. Die Grammatik soll angeblich nicht so einfach sein. Grammatik? Ach, geil. Okay, wow. Manuel L. Jackson. Kryptonite Bergmann Müller. Es kann sein, dass die Folge etwas kürzer wird, so 2-3 Minuten. Da wir in 17 Minuten aufhören müssen.
Aber wir nehmen schon. Wieso sollte die dann kürzer werden? Ja, egal. Ja, stimmt gar nicht. Wird sie gar nicht. Hast recht. Denn wir müssen Fußball schauen. Wir sagen jetzt nicht was, weil dann könnten wir nämlich. Sag echt nicht was. Das ist wieso Problem? Nichts. Nein, du könntest Probleme damit bekommen, dass. Dass du zu relevante Spiele anschaust. Ja, das kann auch sein. Naja, wer weiß. Ja. Vielleicht genau. Ist es wichtiger, als du denkst. Ein Rabbe. Vielleicht spannender, als du denkst. Nein, komm, jetzt Auftrag, wir müssen ihn rausbringen. Und du hast den Auftrag nicht bekommen. Fick dich! Jetzt helfe ich dir nicht. Jetzt schmoll ich. Nein, ich glaube, war das der Auftrag, wo man nochmal dann hingehen muss? Nein, außer man nimmt ihn gleichzeitig an. Nein, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, du hast ihn am Ende trotzdem abgeschlossen. Wenn du in der Gefährtengruppe bist. Ach, komm her. Nö, ich schmolle. Ich sitze jetzt im Busch. Ich will dich nicht. Ja. Aber ich warte, bis der Rabe wieder kommt. Du schreist herum. Nö. Achso, nein, das war ich. Ach komm, ich brauch 3 Jahre, aber ich verliere kein Leben, Alter, das nervt. Komm jetzt. Ja. Ja, wenn du so langsam bist, was kann ich dafür? Ja, Hüter ist halt echt scheiße. Ja, so wie du. Wieso spielst du es dann nicht? Spiele ich eh. Achso, ja, klar, logisch. Ich ja. Nur gerade in dem Moment nicht. Ne? Ja. Hirsch. Brauchen wir eh auch, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, sicher brauchen wir die. Wir brauchen von denen Futter. Nein, Sehnen. Und immer brauchen sie Futter. Und fressen muss sie. Ja. Kennst du das? Ja. Yeah. Boah, ich bin wieder halb live. Oh, ich bin gleich wieder full live. Bade ist ja zum Glück überhaupt nicht OP. Okay, wow. Das ist höchstens ein OP-Saal. Jetzt komm ich drauf! Du kümmerst dich eh um den einen Arschlag da oben. Nein, ich hab die Hacke. Ich hab Hacke in den Chat geschrieben. Hacke? Hacke. Boah, bist du mal fertig mit dem? Ich hab da schon 3 weggemacht. Nein, ich drücke einfach immer nur 2 Knöpfe. Achso, ja dann. Ich kann auch nur einen drücken, wenn es dir passt. Ja. War die Fraser mal was? Ja, dieser scheiß Rabe. So, weit, wir müssen es nochmal machen. Weißt du, was ich denn mach? Nö. Dann lasse ich die Aufnahme. Disconnected. Ja. Nö, es macht ja Spaß, kann man ja nicht sagen. So, mach weiter. Mach hier. Hallo? Ja? Was? Also, nein, nicht du, der Rabe, der. Der als Maul einfach. Ah ja, diese Dinger da, da müssen wir aufpassen, die hauen rein. Der macht gut und gerne mal 500 Schaden mit einem Schlag. Bei mir zumindest. Sehe ich jetzt aber schon nicht ein, gell? Hier wahrscheinlich nicht. Aber mir glaube ich die Wegnatze einfach. Dafür sind die wahrscheinlich für mich ein One-Hit. Ah, ich bin einfach der MLG-Pro, weißt du? Komm, wir greifen jetzt mal an, um zu schauen. Das ist ein. Ja, 300 und so haut er manchmal echt drauf. Wo ist der Rabe? Oh, fertig. Ich habe den Auftrag auch beendet. Recht mit Valtteri Bottas. Wir brauchen jetzt noch Elche, zum Glück nur 10 Stück. Also 10 Sehnen, das heißt wahrscheinlich 15 oder 20 Elche. Mhm. Weil es hat ja nicht jeder Elche eine Sehne, weißt du? Nö, die haben auch, wenn, auch nur eine. Den ganzen Körper. Ja, natürlich, und Geweih haben sie auch nur eins, ist ja logisch. Okay, das ist wirklich logisch. Ja. Oder nein, die Sehnen brauchen wir gar nicht von denen. Ich mag den Vielfass. Den Vielfass Tribal. Ja, die brauchen wir eh, die Vielfass.
das viel Tribal, was. Tribal. Die haben die Sehnen. Achso, die haben noch eine Sehne. Treibholz, Axt. Ein zitternder Bilvis. Ja, klar, wenn der nichts anhat. Ja, ist dir klar, Junge. Chlor. Chlor, Wasserstoff. Sorry for being funny. Oh, die Teile verschwinden, ich soll sie schnell holen. Ich riskiere da mein Leben für Sehnen und Geweih und was machst du? Ich weiß nicht, du kannst du kämpfst immer nur für dich. Ja. Ich mein, wenn du weil mich du auch so stark bist, ich bring dir 50 Gegner um, während du an einem Wolf kämpfst und den gerade mal 200 Leben abgezogen hast. Nein, das ist eine Lüge. Weißt du was? Wenn sie nicht passt, dann verlasse ich die Aufnahme. Weißt du? Okay. Du kannst die Aufnahme nicht verlassen, weil du bist schon in der Aufnahme. Ja, ist okay. Wenn du mich hier nur beleidigen würdest, dann sag's mir. Ist okay. Ja, piss dich. Ja. Ja, ist okay. Ja, das ist mein Treibholz-Ast. Oh. Ja gut! User entered your channel. Ich hab gedacht, nee. Du wirst weg für immer! Okay, wow. Da drüben ist Holz. Werd's mir holen. Holz. Es wäre nicht sonst überall Holz, aber nein, wir brauchen Treibholz. Mhm. Wir können keinen Baum fällen. Nein, wir müssen Treibholz sammeln. Denn das ist so schön wässrig und morsch. Vor allem, es liegt dort, du sammelst ein und nach 3 Sekunden ist es wieder dort. Ja. Und vor allem, es ist so schön wässrig und morsch. Es ist super zum Hütten bauen. Viel besser als echtes Holz, also von Bäumen. Also echt ist es schon. So. Nein, es ist falsch. Nein, es ist Plastikholz aus China. Vor allem, es muss aus China sein, sonst ist es nicht gefaked. Ja. Nee, jetzt habe ich's. Sauron will eigentlich nur ein Großproduzent für China sein. Deshalb will er alle unterwerfen, damit er mehr Fabrikarbeiter hat. Jetzt wird's mir endlich klar. Er will eigentlich nur Treibholzproduzent sein. Er will Plastik-Treibholz für Wucherpreise verkaufen. Da könnte man das ist das wirkliche Böse. Da könnte man echt eine echt witzige Synchro machen. Der Ringe. Ja. Das wäre echt witzig. So, wo er dann so den Sauron so dasteht und irgendwas sagt: Gib mir Treibholz. Nein. Ich weiß, das war gerade so witzig. Alle hauen sich gerade ab. Ich finde es ja so witzig, ich kämpfe gegen den Gegner und beim letzten Schlag mache ich 2500 Schaden. Wenn er noch so 100 Leben hat. Ja gut. Und ich sammle das Treibholz mal ein, okay? Das kriegst du ja auch, oder? Ich habe schon alles. Natürlich, natürlich. Ja, während du disconnected warst, habe ich ja mal fix alles geholt. Ja, klar. Wer es glaubt? Das, du hast keinen Beweis dafür, so als hättest du das jetzt aufgenommen oder so. Ich hab's dir ausgesaugt. Was? Stell dir jedes, was du sammelst, krieg ich. Und du nicht. Oh, ja, so ein Hack wäre ja lustig irgendwie, oder? Alles, was du machst, bekomme ich zugeschrieben. Immer wenn du levelst, mache ich ein Level. Wenn man das bei allen Spielern macht, dann anzapft. Bei jedem. Und du meinst, du bist jetzt witzig? Ja. Ich mag das Wort anzapfen. Du zapfst mich auch an. Ja, das gibt's ja, also es gab's mal. Warum tötest du immer die Fressgänger, die vor mir stehen? Oder war ich das? Nö. Stimmt, du kannst da ja gar nicht hinschauen von da. Oh, ich bin tot. So gut wie zumindest. Dann kill ich dich auch. Und ich hab mich mal fix gebabbelt. Dieses so. Scheiß Schwert an, das ich da hab. So, dann heal ich mich mal. Was ich weiß nicht, wir? Ob Bade so eine gute Idee war fürs Let's Play, weil das ist. Wir brauchen Sehnen und Haufen noch. Ja, da vorne ist eh der Dachsbau, glaube ich. Da oben auf dem Hügel. Weil das ist auch die Mutter. Die Dachsmutter. Ah, jetzt kommt der beste Joke der Welt. Wusstest du, der Dachs kommt ja eigentlich aus Frankfurt? Ja. Yes. So, WS hat jetzt irgendwer gelacht. Aber der Dachs mit X halt. Wie schreibt man denn sonst? Ja, Dachs ist das Tier und Dachs ist die Aktie. Nein, was?
Oh, da ist er rasant, der Herr. Rasant wäre auch mal ein geiler Nachname. Wieso? Keine Ahnung. Den Nachnamen Zufall gibt's ja. Und das Beste ist, wenn man dann sein Kind Rainer nennt. Und ohne Scherz, das gibt's wirklich. Ja, genau. Herr natürlich. Rainer Zufall. Und du meinst, es ist witzig? Nein. Ich muss das Problem an der Wurzel packen und den Treiber töten. Hm. Den Treiber, den Nvidia-Treiber. Oh, das ist die Mutter. Nein. Ah ja, doch. Aber er heißt gleich wie alle anderen. Aber er ist der Big Fat Boss. Ja, der Big Fat Wolf. Was ist das überhaupt? Irgendein Kacklied, was schon uralt ist und keiner mehr kennt. Ach man, ich zieh die ganze Zeit meine Fertigkeit raus. Natürlich, die hat aber keine Sehne. Ist klar. Oh, ich bin runtergefallen. Ja gut. Aber ich bleibe in deiner Nähe, damit ich das, was du sammelst, absnacken kann. Nö, ich geh jetzt weiter weg. Ja, dann steige ich aufs Pferd. Warum ist da kein Dachs mehr? Dachs finde ich nicht gut. Ich schau mal nach, wie die Aktien vom Dachs so stehen. Oh, da ist ein Dachs. Ja, das kannst du Dachs mal. Dachs ist mehr ein Zufall, du. Warte mal, wo habe ich denn die App für die Aktien? Hast du eine App für Aktien? Die war schon oben. Okay, gut, dann. Ich brauche noch eine Sehne, danach sehne ich mich. Achso, wo ist der Scheiß, bitte? Boah, jetzt hätte ich gerne einen Kriegsross. Damit wäre das so viel leichter alles. Mhm. Mann, ich stirb gerade, es ist so hot. In meinem Zimmer. Dachs. Oh. Der DAX hat minus 0,42%. Oh, das ist bitter, das ist bitter. Das ist echt bitter. Ah, es ist fast Black Friday, du. Es ist fast Black Friday. Oh! Greifen wir den Gegner auf Level 49 an mit 6200 Leben? Ja. Von dem bekommt man, glaube ich, irgendwas. Wenn man den umbringt. Okay, mach. Ja, warte, ich brauche noch einen Dachs. Boah, Junge, homie, gibt's da keine Dachse? Da! Dachs! Nein, das ist der neue Nvidia-Treiber. Wie sie dann hochspringen, wenn du sie killst. Ah geil, jetzt kommen da die ganzen Wölfe. Die haben die neueste Grafikkarte gerochen. Wo ist der Typ, der so viel Leben hat? Warte, nicht da in der Nähe, ein bisschen weiter weg. Das ist mehr beim Dorf. Okay. Da hinter dem Hugel. Hä, echt jetzt? Ist der böse oder nicht? Ich gehe mal davon aus. Ja, aber, ne. Nachdem er 6200 Leben hat und auf Level 49 ist. Und, hä? Semi-possible. Ich würde mal sagen, du greifst ihn zuerst an. Achso, welchen? Da. Den Hoa Auerochse. Greift das ich glaube, von dem kriegt man irgendwas, wenn wir den umbringen. Also geh mal auf Tanky und hol ihn weg. So, jetzt warte ich, bis er dich umrammt. So. Jetzt greife ich. Och, nö. Oh, jetzt lenkt er dauernd ab und ich mache nur 100 Schaden. Was it really a very good decision? Die schießen. Das ist nicht Decision, sondern die schießen. Oh, der hat gesessen, 1700 Schaden. Do you wanna to verarsch me? Yes, of course. Wir bringen da einfach mal einen Gegner auf Level 49 um. Ohne große Problems. Geil. Oh, irgendwas haben wir gefunden.
Fell eines großen Hoa-Auerochsen. Dieses makellose weiße Fell eines Hoa-Auerochsen wird für Handwerkskünste benutzt. Hoa-Auerochse. Nimm das mal, ich glaube, das kann man. Ich hab das nicht. Das hast denn du gekriegt? Oh, da ist immer ein außergewöhnliches Fell. Okay, wow. Eines. Was für ein Glück. Was war das? Was haben wir da gerade gekillt? Einen Hoa-Auerochsen. Wow. Wow. Usha, der ist kundiger. Ja, was rat? Jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen. Was? Was führt euch an diesen Ort? Die Hand des Hexenkönigs greift aus der Vergangenheit nach uns. Ja. Ah ja, der Hexenkönig ist halt nicht so handsome. Das, dieses Wort ist ekelhaft. Ja. Ich glaube, wir sollten die Folge mal beenden, weil es ist schon 20:13 Uhr. Werdet ihr mich anhören? Am 18. Juli des Jahres 2015 nach Auenlandzeitrechnung. Ja, und mit dieser schönen, witzigen und humorvollen Abmoderation verabschieden wir uns von euch bei einer weiteren Folge der Herr der Ringe online. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.